Schrader, Staatsanwaltschaft. Hey, bitte. Danke. Sind Sie okay? Wie geht's, Bastürk? Rippenprellung. Er hat ein Riesenglück. Wenn er die Weste nicht getragen hätte. Woher hatten Sie den Hinweis, dass hier was laufen könnte? Aus der BKA-Auswertung von diesem geheimen Kryptodienst, den die Franzosen hängen. Kryptocheck, ja? Kryptocheck. Die Nachrichten waren auf Deutsch, aber mutmaßlich keine Muttersprache. Mhm. Türken, Russen, Albaner haben wir nicht in der rausgefunden. Auch ein Kauderwelsch. Wir waren ja nur rein auf Verdacht hier. Und dann plötzlich so ein Rambazamba. Wir waren noch ein bisschen durch. Wie geht's Ihnen? Ja. Ich bin kugelfest, ne? Naja. Das waren Profis. Ich denke, mit Tschetschenen. Ja, wissen wir noch nicht genau. Jedenfalls waren die sehr bereit, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Was wollten die Täter hier? Wir sind die Passstelle eingebrochen, aber was denen fehlt, da brauchen wir noch ein bisschen. Und Sie gehen davon aus, dass es Tschetschenen waren? Hm. Das wird kein Kinderfasching. Kaffee? Nee. Versuchter Mord an zwei Polizeibeamten. Ich muss Ihnen nicht sagen, was das für Sicherheitsgefühl der Bevölkerung bedeutet. Ja, und für die betroffenen Beamten? Ja, sicher. Die Justizsenatorin hat vorhin angerufen. Lassen Sie mich raten. Wir sollen den Druck der Öffentlichkeit ignorieren und uns die nötige Zeit für gründliche Ermittlungen lassen? Der war gut. Sie will Ergebnisse. Es sind bald Wahlen. Naja, machen wir ausnahmsweise mal nicht um 14 Uhr Feierabend. Frau Schrader, ich zähle auf Sie. Sie sind mein bester Mann. Hm? Also, Sie wissen schon, wie ich das meine, oder? Was mit dem Schwerverletzten? Ist der identifiziert? Ja, Shamil Akhmedov. Shamil. Ist das ein Tschetschene? Oh Gott, ist ja furchtbar. Tschetschenen sind ja russische Staatsbürger, ist ja ein politisches Minenfeld. Ukraine-Krieg, Sanktionen, Tiergartenmord. Da warte ich Fingerspitzengefühl. Fingerspitzengefühl. So wie immer. Hallo, Herr Montag. Ja. Ich komme. Benehmen sich nicht. Ziehen Sie Ihre Leute zurück. Ich bin zu meinem Sohn. Südwest 621 für Berolina. Wir brauchen hier dringend Unterstützung am Krankenhaus. Wir werden überrannt. Ich weiß, dass wir Staatsbesuch haben, aber die machen uns hier fertig. Ziehen Sie Ihre Leute zurück. Ich bin zu meinem Sohn. Okay, noch mal. Der ist im OP. Das geht jetzt nicht. Meinen Sie, wir lassen uns für eine Veranstaltung so gebieten? Vor. Schade. Staatsanwaltschaft. Wer sind Sie? Ich will zu meinem Sohn. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Osman Akhmedov. So. Herr Akhmedov, Sie gehen da raus, beenden den Tumult und ich setze mich dafür ein, dass Sie Ihren Sohn nach der OP sehen können. Das ist das Tolle an Frauen. Sie kommen rein und gleich sinkt der Stresspegel. Mal so, mal so. That's it! Oder dort. Wer ist denn das hinter Usman Akhmedov? Sein Sohn, Jocha Akhmedov. GTM, Schutzgeld, gefährliche Körperverletzung. Hat eine Akte von hier bis Thüringen. War der vielleicht gestern auch dabei? Ja, Familienband ist möglich, ja. Tja, kein Kinderfasching, ne?